Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist soweit. Ein Jahr lang sind wir jetzt Malibu-Fahrer. Wir blicken auf ein spannendes Jahr zurück. Genau, und wollen jetzt einfach mal erzählen, was wir so an Mängeln festgestellt haben, was wir aber wirklich an Positiven festgestellt haben. Genau, soll kein Meckervideo werden, sondern einfach halt nur ein, was haben wir erlebt. Wir haben ja auch zwei Fahrzeuge gehabt. Also genau, wir konnten richtig gut testen. Genau. Aber das alles bekommt ihr erst nach einem kleinen Intro. Wir haben es uns gemütlich gemacht und plaudern ein wenig aus dem Nähkästchen. So könnte man das auch sagen, richtig? Nee, aus dem Kastenwagen. Das ist kein Kästchen. Nein, wir plaudern im Kastenwagen. Wir plaudern im Kastenwagen, ja. Genau. So sieht's aus. Ja, was soll man sagen? Auf dem Tag genau. Wir haben heute den 16. April. Es ist ein Jahr her, dass wir unseren Kuwi abgeholt haben. Den Malibu, den wir uns als Alternative geholt haben, weil wir wussten, der hier würde noch ein bisschen zu lange dauern. Und wir hatten doch eine tolle Sommerzeit geplant eigentlich. Und ich muss sagen, wir haben es, glaube ich, richtig gemacht, ne? Oder? Was sagst du? Das definitiv. Wir haben alles richtig gemacht. Hat wirklich für uns auch mal einen Vorteil gehabt. Wir konnten Gas testen. Wir konnten einen Absorberkühlschrank testen. Das stimmt. Ja. Hat alles so seine Vor- und so seine Nachteile. Das ist vielen ja auch bekannt. Dafür haben wir ja auch noch ein paar Videos gemacht. Genau, es gibt ja zwei Videos. Einmal Vergleich Absorber, also die Kühlschränke, den Heizungsvergleich. Das konnten wir natürlich dadurch machen, weil wir einfach zwei Fahrzeuge getestet haben. Wir haben uns auf jeden Fall so sehr in diesen Polster verliebt, kann man schon sagen. Also wir haben uns so an den gewöhnt. Und dadurch, dass unser eigentliches Fahrzeug ja nicht die Polster hatte, die wir haben wollten, haben wir die Polster wenigstens mitgenommen. Genau. Das heißt, hier wissen wir, wer reingepupt hat. Ha, 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 sehr witzig. Und deshalb können wir sagen, wie gesagt, warum sollte man das nicht mitnehmen? Das heißt, wir haben immer was aus unserem Kuwi eigentlich immer noch mit an Bord. Genau. Jo, gehen wir mal so die Einzelheiten durch. Was haben wir denn so für Herausforderungen gehabt, also wirklich in beiden Malibus. Also wir können wirklich sagen, es gibt Mängel teilweise, wo man sagen kann, okay, ja. Endkontrolle Kunde, ne? Weil das war irgendwie in beiden Fahrzeugen. Ja, das stimmt. Also gerade Schubladen, die nicht richtig eingestellt waren, ich denke mal, ihr kennt es auch, oder so Kleinigkeiten, dass irgendwas nicht so ganz richtig zusammengebaut war, dass irgendwelche, weiß ich nicht, es klapperte noch überall oder so. Also das sind alles solche Sachen. Genau hier oben, da hatten wir noch so einen Druckdämpfer, der ist immer noch nicht repariert, aber das ist mir auch wurscht, weil das Fach geht auf und ich muss es halt dann selber halt aufziehen, aber das ist auch wurscht. Ja, die Alternative halt so wäre, er würde automatisch aufspringen. Ja, du kannst ihn dann nicht mehr verriegeln, weil der Spanner, der ist so stark, dass der das dann trotz Verriegelung wieder aufschiebt. Also, naja, es sind so Kleinigkeiten. Ist uns nämlich in der Übergabe passiert. Die ganze Zeit nichts ist und auf einmal plopp. Genau. Aus dem Dings ist es. Also generell hatten wir so einige Sachen, wo man sagen könnte, gut, das müsste eigentlich in der Endkontrolle auffallen. Ist es jetzt nicht, ist doof gewesen, haben wir selber behoben. Und Endkontrolle-Anwender, das kennen wir ja nun aus allen Bereichen. Ist ja nicht Malibu-spezifisch, das nein, ist wirklich nein, nein, nein. Egal, wo du hinhörst. Selbst beim normalen Pkw, Endkontrolle, das sind wir. Genau. Und was auch ganz interessant war, war, dass die gleichen oder relativ die gleichen Fehler auch bei diesem Fahrzeug getreten sind. Also wir haben bei dem anderen ja ein relativ ausführliches Video gemacht über die Mängel, die wir gehabt hatten. Und da muss man sagen, das war hier relativ gleich. Man hat uns nicht enttäuscht. Genau, also von daher, das war auf jeden Fall so, man hätte das mit ein bisschen mehr Sorgfalt doch erledigen können. Also da wäre das gar nicht erst dass immer mal was passiert und immer mal was kaputt geht, denke ich, das ist jedem bewusst. Und das ist auch normal. Wir sind alle ja irgendwo so ein paar kleine Tüftler und Bastler. Also alles gut. Ja, wenn man so wie der Malibu Van, ich habe ja gestern so spaßeshalber zu Stefan mal gesagt, das müsste nicht Malibu, sondern Malibar heißen. Für Bastler ist das wirklich was, weil wir mussten ja nochmal gut Geld in die Hand nehmen, um dieses Fahrzeug zu unserem zu machen, weil wir wirklich ja einiges an Verbesserungen erstellt haben. Dazu kommt auch nochmal ein Video, wenn wir komplett durch sind. Genau.
Und dazu mal meinen kleinen Break. Ich werde euch mal einen kleinen Zettelchen zeigen, aber nicht zu nah, damit ihr mal wisst. Genau, was nur eine kleine Liste. Nur eine ganz kleine Liste. Da ist sie. So klein ist sie. Ja, Rückseite ist auch noch ein bisschen was aber drauf. Aber sie ist auch aufgeschrieben. Und das haben wir wirklich gemacht, damit es zu unserem wird. Ihr habt schon einige Videos dazu gesehen. Ich sag mal nur was Solar. Was Technisches. Genau. Was wir hier mit den USB-Dosen, ein bisschen indirektes Licht. Das haben wir ja ein bisschen so für uns gemacht. Genau. Die Videos gab es ja alle schon. So ein paar technische Verbesserungen, wo wir sagen, Mensch, das könnte man doch vielleicht ein bisschen so umbauen. Ist so nicht vorgesehen gewesen vom Hersteller. Also von daher, warum nicht selbst dann auch umsetzen? Genau. Boah, so ein paar schöne Sachen waren da schon dabei. Allein, wie gesagt, USB-Dosen, ja, das ja, ist beim Malibu halt so ein Thema. Ich bin gespannt auf den Tag, wo ich auf eine Messe gehe, in Malibu schaue und sehe auf einmal mehr USB-Dosen als sonst, dann weiß ich, dass wahrscheinlich der Chef an eine Newcom abgegeben hat. Auf jeden Fall kann man sagen, selbst Iris und Uwe, die haben das auch schon mehrfach gesagt und da hat sich auch bisher noch gar nichts getan. Genau. Also, aber wie gesagt, wir geben ja die Hoffnung nicht auf, dass auch Malibu nicht nur für alte Leute gemacht ist, sondern auch für unsere Generation. Und eigentlich unsere Generation, hallo, auch selbst die 50 plus und 60-Jährigen, die haben alle ein Smartphone. Also das ist alles vorbei. Was hat uns auch nicht enttäuscht? Der Fiat. Genau, wir hatten hier den gleichen Fehler wie auch im alten Fahrzeug. Ich würde sagen, in diesem Fahrzeug sogar noch ein bisschen schlimmer. Also Motor, Kontrollleuchte, den Rußpartikelfilter, Sensor, ich denke, den kennt ihr alle. Ja. Das haben ganz viele schon berichtet, dass die Punkt irgendwie so bei 3000 und plus ein bisschen drüber die Lampe anging. Das habe ich auch in, das hatten wir auch bei beiden Fahrzeugen, also bis auf 100 Kilometer war das ähnlich gebaut. Und natürlich die Reifendruckkontrollanzeige haben auch ganz viele. Das hat auch nichts mit Malibu oder sowas zu tun, sondern Fiat. Einfach Fiat und auch bei Citroën, Peugeot. Citroën und Peugeot ist das auch so bei den Fahrzeugen. Also die Dinger, die gehen auch wieder an. Und da muss man sagen, die hier leuchtet immer noch. Also sie leuchtet mal wieder da, dann ist sie wieder weg, mal wieder da, also, mal wieder weg. Was wir mitbekommen sehr haben, unterschiedlich. Es market eigentlich keine Landstraße. Also wenn du Landstraße fährst und dann auf der Autobahn, dann geht sie wieder aus. Dann sagt sie, endlich fährt stimmt, das Ding wieder Autobahn. Aber du musst auch 120 fahren, ansonsten geht die auch mal und das ist jetzt einfach ein Problem bei den Spritpreisen. Nee, ja, da fahren wir keine. Aber gut, das war halt auch noch dabei. Gut, kann man reparieren lassen irgendwie. Und Reifendruckkontrollanzeige, ja, wenn das Ding nicht drin ist, dann aber funktioniert das halt nicht. Egal. Aber sonst haben wir nichts mit dem Fiat. Also das genau, alles gut. Also weder bei dem alten noch bei dem aktuellen. Er ist sehr zuverlässig und startet gut. Und Start-Job und alles funktioniert einwandfrei. Das Getriebe läuft super. Also kann man nicht meckern. Also mit dem Fiat sind wir eigentlich zufrieden. Bevor wir zu den ganz Sinn-Positiven kommen, und da gibt es wirklich ein Ding, das steht über allem, das können wir schon mal verraten. Definitiv. Gab es eine Sache bei diesem Malibu, also das war ein Mangel, da hat er mich zur Weißglut gebracht. Auf einmal kein Druck da, kein Druck da. Da gibt es keinen Druck, der Wasserdruck ist nicht da. Und wir haben gesagt, und hin und her. Und dann, und das war Endkontrolle. Sie müssen ja ein bisschen da eine Verkleidung ranschrauben, hinten am Wassertank. Ja. Wir blenden euch jetzt mal ein Foto ein. Ich hatte ja gedacht, naja gut, irgendwo muss dieses Wasser ja hinlaufen. Irgendwo muss es ein Leck geben oder sowas. Hab das ganze Auto abgesucht, nach Feuchtstellen und so weiter gab's und so fort. Nicht. Gab es nicht. Nee, es gab es wirklich nicht. Ja, und im Endeffekt war es nur, im Endeffekt so ein ganz kleines Rückschlagventil. Aber das Rückschlagventil ist leider das Problem. Das Ding auszutauschen bedeutet, du brauchst das halbe Bett auseinander. Und du musstest es nicht mal austauschen, denn es war heile. Richtig. Da war nur was drin. Genau, denn durch das Bohren des Wassertanks, da sind den Späne reingefallen. Und die Späne, die waren schwommen im Wassertank drin. Die wurden von der Pumpe natürlich irgendwann angesaugt. Und was passiert dann? Setzen sich in das Rückschlagventil ein. Und dann hast du natürlich keinen Wasserdruck mehr und du machst dir Gedanken. Und auf sowas muss man erstmal kommen. Warum ist der Wasserdruck nicht dabei? Es war ja ein bisschen, also der Druck ist ja immer abgefallen. Er war ja da. Und dann ist er kurze Zeit später danach wieder abgefallen. Und darauf erstmal aufzukommen. Also er hat sich dumm und dusselig gesucht. Er hat mich wahnsinnig gemacht damit. Weil, wie gesagt, man wollte ja auf Touren gehen und dann kann ich nicht auf Touren gehen. Oh Gott. Bevor ich nicht weiß, ob da irgendwo ein Leck ist oder sowas, geht das natürlich nicht. Wir haben gerade ein Eis gegessen, da haben wir genug geleckt. Hier ist kein Leck. Ja, und das war, glaube ich, wirklich der Aufreger überhaupt. Also in diesem Fahrzeug, wenn wir den Aufreger suchen, der uns wirklich gesagt hat, boah,
dann war es das, weil wir wirklich nicht. Aber alles behebbar, also von daher alles gut. Aber man muss sich dumm und dusselig suchen. Ja, Heizung, ja, hatten wir ja auch gleich am Anfang ist nicht richtig. Wir hatten relativ weit am Hinten eine Störung, aber was uns dann wieder positiv entdeckt, A, unser Händler wusste, was zu tun ist. Ja. Und B, wir konnten euch damit jetzt schon mal helfen, weil wir haben wunderbare Nachrichten bekommen, ein Abonnent bzw. ein Zuschauer. Das war schon mehrere haben dann das von euch. Dänemark und wir haben den Dänemark-Urlaub gerettet. Genau. Das freut uns dermaßen, weil so einen Fehler willst du nicht haben. Wir waren ja wirklich irritiert und wussten nicht, was zu tun ist. Es gab ja nichts, auch bei YouTube nichts. Wir haben es gesucht und wir haben gedacht, was ist das denn bloß? Und im Endeffekt ist es super, einfach an diesem Rädchen einmal also draußen das Gehäuse abbauen, einmal an dem Rädchen drehen, dann läuft die Heizung erstmal wieder, bis sie halt wieder in der Stellung ist, wo der Motor nicht mehr anlaufen kann. Aber ich sag mal so, bis sie da wieder ist, dauert es vielleicht auch ein Momentchen. Also von daher hat man Glück gehabt. Du kannst dann heizen. Also das war wirklich ein Schreckmoment und wir waren gerade wieder, wollten ja auf Touren gehen und dann war sowas. Aber hat unser Händler wunderbar behoben. Wir haben eine neue reinbekommen. In der Regel behebt das dann auch den Fehler. Haben sie irgendwo, hat Truma da wo in einen Bausatz wahrscheinlich. Hat auch wieder nichts von Malibu zu tun. Nein, überhaupt nicht. Und von daher. Aber es geht ja um unseren Kasten. Genau, wir sind jetzt richtig. Zwar ein Jahr im Malibu, aber Malibu ist in einem Kasten, da gehört alles das dazu. So, und jetzt gucken wir nochmal zu den Dingen, die hier uns super gefallen. Wir heißen ja Kreuzfahrtcamper. Hat das mit Kreuzfahrt zu tun? Richtig. Und es gibt einen Anbieter aus Bonn. Da steht immer wieder, wenn du da reinkommst oder über die Gangway gehst oder auch der Kreuzfahrtdirektor begrüßt dich immer. Genau, das machen die alle auf dem Schiff dort. Genau, und zwar Phoenix Reisen, ne, falls ich das jetzt nicht gesagt haben sollte. Nee, da hast du nicht. Gibt es einen bestimmten Spruch, den sagen die da alle. Nämlich? Willkommen zu Hause. Genau, und das ist genau das, wo wir hier sind. Wir kommen hier rein, wir fühlen uns sofort wie zu Hause. Es ist super Atmosphäre, gleich in dem gesamten Fahrzeug. Du kommst hier rein und du hast halt gleich wirklich diese ganzen Polster, die Farben, also die Zusammenstellung, das hat Malibu einfach super hingekriegt. Genau. Das ist für uns ist das toll. Es ist auch nicht altbacken, weil viele mal so reingucken als altbacken. Nein, das finden wir schön, weil es gibt Fahrzeuge, die sind uns wirklich zu steril. Genau. Es ist ja alles weiß. Und es ist wohnlich für uns halt. Genau. Einfach. Es ist ein wohnliches Heimkommen. Es ist sogar so schlimm schon. Wir waren jetzt in letzter Zeit ein bisschen auch faul, ein bisschen auch gesundheitlich angeschlagen, aber wir hatten so zig Videos so in der Pipe. Die haben wir immer noch in der Pipe, weil wir einfach keine Lust hatten zu schneiden. Ja. Kaum bist du hier im Malibu. Schon hast du sofort wieder Lust, alles Mögliche zu machen. Also es ist schon toll. Video drehen, schneiden. Ja. Selbst die Hausarbeit, also hier mal saugen, abwaschen, abtrocknen, das macht alles. Das macht irgendwie Spaß. Es hört sich komisch an, aber es ist halt einfach, hier macht es mehr Spaß als irgendwie zu Hause. Selbst wenn du nur Wochenende unterwegs bist, aber es ist trotzdem so. Und ich schaffe hier etwas. Ah ja, richtig, genau. Das schaffe ich zu Hause nie, gar nicht. Und das ist Bücher lesen. Ne? Ich habe jetzt hier schon wieder ein neues Buch bekommen. Und das bin ich immer noch am Lesen. Das habe ich, weil wir waren lange nicht unterwegs. Und wenn wir unterwegs waren, waren wir mit unserer Kamera Kind Thorsten unterwegs. Richtig. Da konnte ich nicht lesen. Das schaffe ich hier. Also hier komme ich wirklich runter. Ich komme hier rein und bin zu Hause. Genau, und was ich hier auch noch sehr, sehr gut finde, ist, wenn du hier reinkommst und so weiter, das ganze Raumklima ist irgendwie sofort, weiß ich nicht, total super. Also ich weiß nicht, ob das auch an diesem ganzen Himmel und so weiter liegt, weil der nimmt ja Feuchtigkeiten auf und sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit so ein bisschen einigermaßen konstant bleibt und halt wohnlich irgendwie, ich weiß es nicht. Aber das ist halt, du hast halt gleich hier eine Lebensatmosphäre, sage ich mal, die halt super ist. Also so empfinde ich es zumindest. Genau. Und was auch richtig gut ist und gerade für mich gut ist, ist das Bad. Ja. Wie gesagt, wir hatten ja so Angst davor, dass sie vielleicht in diesem Fahrzeug das Flexibad 1000 einbauen. Das wäre nicht mehr so schön gewesen, wie dieses Bad ursprünglich gewesen ist und wie unseres jetzt ist. Also was einfach hier, viel Platz. Um dann mal euch den mitzunehmen, ne? Ihr kennt es. Da richtig viel Platz und auch beim Duschen, stellt euch mal wieder hin, auch beim Duschen, du hast Platz, also ein Raumbad, du hast ein Raumbad im Bad. Du kannst dich da drin abtrocknen. Sorry, aber wenn ich das mal so in anderen Vorführfahrzeugen, wo wir ja auch schon einige gesehen haben, sehe, da ist das nicht so einfach, dass du da dich schön mit dem Rücken abtrocknen kannst und so weiter. Das muss ich sagen, das haben die hier super umgesetzt. Also und das
die Technik da mit der Schwenktoilette ist auch top. Also da also kannst du nichts zu sagen. Also wirklich, in dem Bad haben sie sich wirklich gut gemacht, weil auch ein großes Heki dabei ist. Wie gesagt, deshalb, ich bin leider absolut kein Freund von dem neuen Bad, was Malibu jetzt verbaut. Also du kriegst auch nur dieses Flexibad 1000, finde ich schade. Ja. Ich hätte es schön gefunden, dass du wählen kannst, entweder das oder das. Ist eine Umkonstruktion, wahrscheinlich ist es auch kostentechnisch natürlich eine andere Kalkulationssache, also alles gut. Ja, du musst weniger aufschneiden, kriegst ein kleineres Heki. Finde ich schade, aber deshalb bin ich so froh, dass wir das hier haben, weil mit meins 1,88 ist, nee, ich brauche wirklich ein vernünftiges Duscherlebnis auch, sonst fühlt man sich nicht wohl. Und wir können sagen, mit dem Bett, wir haben ja Querbetten, obwohl ich 1,88 bin, funktioniert das wunderbar. Wir haben ja jetzt ein Fenster dazu, das auch richtig schön ist. Ne? Jetzt haben wir das Seitenfenster. Ja. Hatten wir ja im Kuwi nicht gehabt. Ja, man freut sich, man macht so das Licht auf, man macht so das Fenster auf, momentan eher so nicht, weil also man wird wirklich hier sehr schnell, also man kriegt nur noch Falten im Gesicht. Ich muss schon bald Faltencreme kaufen, weil es unfassbar kommt das Licht am Bing. Ja, und was natürlich auch ganz toll ist, ist noch das ganze Lichtkonzept. Also, wenn du hier das indirekte Beleuchtung anmachst und so weiter, das ist einfach... Ja, es hat einen Nachteil, nämlich es hat auch einen sehr, sehr hohen Stromverbrauch. Aber, sind wir ehrlich, wenn andere Hersteller das bauen, dann haben die genauso einen hohen Stromverbrauch, weil die LEDs nun mal auch den Strom dabei halt ziehen. Aber es ist halt sehr wohnlich. Es ist aber auch da, muss Malibu nochmal ran. Für hinten. Für hinten, wie gesagt, da haben wir unsere eigene Sache gemacht, weil das finden wir echt schön, dass wir hinten einen Ambientenbeleuchter haben und nicht die Spots, weil wenn ihr die anmachst, dann ist es genauso hell. Und auch hier hätte ich mir die gewünscht, oder ist so mein Wunsch, mehr Schaltmöglichkeiten zu haben. Ne? Wir haben uns jetzt beholfen, weil wir selber das alles gemacht haben. Die wir uns jetzt gebaut haben. Weil man einfach sagen kann, das wäre schön. Und moderner, ich rede jetzt hier nicht von Biontech oder sozusagen, ein bisschen moderner das Lichtkonzept aufzubauen. Es gibt ja wunderbare Techniken schon. Hobby ist da schon weitaus weiter. Auch im, im so Kastenwagen, weiter. Dass du das einfach sagen kannst, du möchtest das Licht, das... Es ist schon ein bisschen mehr Technik, wäre schon ganz gut. Das ist halt eine altbewährte Technik, die funktioniert auch, das muss man auch dazu sagen. Aber klar, natürlich sind andere Hersteller vielleicht auch teils, nicht alle, ne, das muss man auch sagen, aber Hobby hat halt zum Beispiel ein super Konzept, was mit ihrer eigenen Steuerung über App ist und so weiter. Also das ist schon eine ganz nette Sache, sage ich mal. Aber sonst ist das Fahrzeug halt einfach, ja, wir fühlen uns sehr wohl. Genau, und das ist für uns das Wichtigste. Ein Jahr Malibu, wir können den Daumen in einer Sache, das war der ganze Kaufabwicklung etc., das ist halt ein Daumen nach unten, aber der Wagen selber. Und deshalb tragen wir weiterhin diese Malibu-Kappe. Also trotz der Mängel und Mangel oder was auch immer, Probleme, die wir gehabt haben. Wieso? Es ist ein Malibar, ne? Es ist ein Malibu. Ein Malibu zum Basteln. Genau. Und irgendwann wird es ja aus dem A ein U, weil irgendwann ist der Malibu so weit fertig gebastelt, dass man sagen kann, so, jetzt ist er so, wie er sein soll. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass er irgendwann nichts mehr zum Basteln hat. Oh je. Weil dann beschäftigt er sich ja mit mir. Tja. Also muss ich noch. Da müssen wir uns irgendwas suchen, was wir machen. Machst draußen immer Gartenarbeit hier auf den Stellplätzen. Ach so, okay. Hm. Auf jeden Fall, wir sind wirklich zufrieden. Nach einem Jahr können wir sagen, der Schritt vom Bulli hier zum Malibu, das war der richtige Schritt, den wir gemacht haben. Definitiv. Wir haben uns genug Fahrzeuge angeschaut. Wir haben uns in keinem wohlgefühlt. Wir saßen in vielen drinnen. Nicht so, wie wir es hier gehabt haben. Wir haben dieses Fahrzeug uns angeguckt, wir haben uns hier reingesetzt und haben uns angeguckt und wir haben gesagt, boah, wenn der Preis stimmt, nehmen wir den. Genau. Das war schon sofort irgendwie klar. Also das haben wir sofort gesagt. Ja, also und wir waren ja wirklich in einigen. Also auch im Nachgang haben wir es nicht bereut, weil wir waren ja auf Messen und haben gesagt, nee, irgendwie, es ist dann doch schon der Malibu. Wir freuen uns über unser großes, kleines Schätzchen, sage ich mal, und werden noch viele schöne Reisen damit erleben dürfen. Und da freuen wir uns auch sehr drauf. Genau, ihr könnt euch freuen, es kommen jetzt einige Videos. Wir haben noch ein paar in der Pipeline, unter anderem nochmal ein Pepper-Video. Wir haben, jetzt muss ich gerade überlegen, was haben wir denn gedreht? Wir haben da zwei Sachen gedreht. Radio? Radio, genau das kommt jetzt. Ich muss ja überlegen, was wir alles so haben. Stellplatz. Der Stellplatz in Wismar, den werden wir euch auf jeden Fall vorstellen. Genau. Und dann geht's schon bald los. Malibu
Pepper, wir gehen auf Reisen, es geht nach Norwegen, wir freuen uns tierisch drauf. Habt jetzt eine wunderbare Zeit, sonnige Zeiten. Genau. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.